Hallöchen und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Dry Jump. Ich habe ein neues Projekt und das könnte ziemlich spannend werden, denn ich versuche mir eine 100er KD zu erspielen. Das ist der Account von Fairy Dust, also diese Person, die letztes Mal mit dabei war. Gerne könnt ihr das Video auch abchecken, unten in der Videobeschreibung. Der erste Link führt euch zum letzten Video mit ihr und des Weiteren führt euch der zweite Link zum heutigen Stream. Dort steht auch dran, wann er beginnt. Es läuft ganz einfach ab. Ich versuche einfach mir eine 100er KD zu erspielen. Was ist eine KD? Das ist die Kill- und Tode-Differenz. Das heißt, wenn ich einen Kill habe und einen Tod, hatte ich eine 1,0er KD. Wenn ich zwei Kills und einen Tod hatte, habe ich eine 2,0er KD. Das heißt, ich muss 100 Leute killen und darf nur einmal sterben. Ob das Ganze funktioniert? I don't know, ich werde alles Single spielen. Wir schauen uns einmal die Stats von Fairy Dust an. Und zwar hat sie 2 gespielte Spiele gemacht. Dazu 2 Kills und 4 Tode. Ja, ich habe einmal mit ihr auf ihren Account gespielt. Deswegen auch ein erreichtes Ziel. Diese Stats werden wir halt einfach vergessen. Also die 2 Kills und 4 Tode versuchen dort eine 100er KD zu erspielen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt halt im Endeffekt am taktischsten mache, ob ich jetzt immer wegrenne, ob ich immer abstaube. Ich meine, wir müssen halt echt wie ein absoluter Tryhard spielen und sich da erstmal so rein zu empfinden, mal gucken. Erst geht's los mit der Jump-Phase, das wisst ihr ja natürlich. Dort kann ich vielleicht nochmal so meine Taktiken, okay, es ruckelt, ein bisschen überdenken und vielleicht komme ich da ja auf den ein oder anderen guten Weg, wie ich es denn am besten mache. 5300 Punkte wäre natürlich lecker, weil dann könnte ich ja, recht unbeschwert in die PvP-Phase reingehen. Ein gutes 7 bis 8 Minuten Finish wäre natürlich auch absolut Hammer. Oh mein Gott. Absolut Hammer. Weil dadurch würden wir natürlich den anderen Zeit nehmen und dadurch hätten sie ein schlechteres Equipment. Ich denke mal, das wäre natürlich auch nicht unbedingt so schlecht. Aber so wie es aussieht, haben wir hier schon mal ein paar gute Leute mit dabei. Obwohl man das jetzt halt hier bei Medium noch nicht sagen kann. Also das sieht man dann erst bei Hard, je nachdem wie die springen. Und natürlich bei Extreme, wer dann wirklich ein guter Jumper war. Was aber nicht dann sofort heißt, dass sie auch gut im PvP sind, das ist natürlich ganz klar. Ich versuche natürlich auch mal so ein bisschen schnell, aber auch safe zu springen, weil die 0 Jump Fails wären natürlich auch absolut geil. Okay, das war ein echt... Oh mein Gott, Alter. Das... Alter. Also das sind echt unnormal heftig dumme Fehler, die... Ja, sag ich mal, bei sowas eigentlich nicht gemacht werden dürfen. So, hier rüber. Der andere ist schon bei Modul 8. Er scheint anscheinend wirklich gut zu sein. Clown auch eins der Module, die ich nicht unbedingt so mag, bin ich ganz ehrlich zu euch, weil den letzten Schleimsprung, den verkacke ich dann doch öfters mal. Okay, ich versuche zu schnell zu springen, Leute. Das ist... Ich weiß nicht so ganz. Ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert, weil hier mache ich eigentlich immer so einen Vierersprung, ja. Dann mache ich hier noch immer einen Vierersprung. Und eigentlich, I don't know, ist das dann schon immer recht safe, was ich mache. Aber in diesem Fall ist es nicht. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen die Aufregung noch mit dazu. So, weil es ist halt was Neues. Ich will natürlich das Ganze auch schaffen. Und dadurch ist man auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, angespannter, nervöser und dadurch springt man vielleicht auch so ein bisschen schlechter. Ich meine, das habt ihr mir ja auch schon öfters gesagt, manche hypen es ja immer so übertrieben, wenn YouTuber in der Runde sind. Dann schreiben sie so, boah, nee, ich bin gerade so aufgeregt, so am Zittern. Und so geht es mir halt bei solchen Challenges, sage ich mal, ja. Weil ich muss schon sagen, dass es schon ein bisschen Anspannung ist, weil ich habe halt nur diesen einen Versuch, ja, und wenn ich einmal in dieser Serie richtig verkacke mit 2 Toten, dann kann ich diese 100er KD absolut abschwenken, ja. Okay, aber wir kriegen wenigstens noch ein 7er Minuten Finish, 7, 10 rund, ja, mit 3300 Punkte, der zweite hat 2200, heißt logischer Jelly, hat anscheinend bei Clown richtig reingeschissen, hat gelieft, okay, dann würde es nur noch Kissen 22 geben. Ich werde es so machen, dass ich mir, was ist besser, Leute? Schreibt mal unten in die Kommentare. Eher 3 Heal Potions oder ein Goldapfel? Ich kaufe es mir jetzt ja trotzdem einmal. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, was ihr eher nehmen würdet. Und jetzt wird es halt spannend. So. Wir müssen natürlich auf KD gehen. Ja, also Leute, auf jeden Fall killen.
damit wir die KD auf jeden Fall hochboosten, ja? Des Weiteren müssen wir schauen, dass wir auf jeden Fall nicht in so ekelhafte Rangeleien reinkommen und eventuell teilweise auch mal abstauben, ja? Sowas vielleicht, okay, das ist zum Beispiel schon richtig gefährlich. Okay, aber den Kill haben wir noch bekommen. Okay, auf den gehen wir mal. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen ekelhaft, wie ich spiele, muss man natürlich schon sagen, aber wir spielen auf KD, meine Freunde. Und deswegen muss auf jeden Fall so gespielt werden. Okay, gehen wir auf ihn. Bisschen aufpassen auch. Okay. Zack, drauf gehen. Okay, einmal heilen. So, oh mein Gott, Alter, ich habe ihn geheilt. Müssen hier aufpassen, weil der andere kommt hier. Okay, schön gehittet. Ich muss natürlich jetzt halt hier auf PvP Tryhard auch gehen, ja. Das ist natürlich auch ganz klar. Okay, Digga. Was war das jetzt hier genau? I don't know. Es leben noch recht viele Spieler. Das ist gut. Und dann kann ich hier noch ein paar Kills sammeln. Ich will gar nicht mal so nach oben gehen, weil, ja, das wäre natürlich hier nicht so nice, wenn mich jetzt hier einer runterschubst. Aber wo sind denn die ganzen Gegner? Hinten ist einer. Da könnte ich vielleicht auch mal so reinstauben, ja. Okay, gehen wir da einfach mal drauf. Perfekt. Gehen wir auch auf ihn drauf. Gut in die Combo reinbekommen. Okay, ihn natürlich auch nochmal hier dran nehmen. Es sieht nach einer sehr guten Runde aus. Hätte ich jetzt gar nicht mal so geschätzt. Aber es sieht tatsächlich wirklich nice aus. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass er mich jetzt hier nicht runterkickt. Das wäre natürlich jetzt hier nicht so nice. Okay, er will hier die ganze Zeit abbiegen, Digga. Aber so geht das auf jeden Fall nicht. Okay, ich dachte gerade, da versteckt sich einer. Auch wenn du mich jetzt runterschubst, Digga, das wäre so belastend. Aber okay, wir haben ihn jetzt schön in der Ecke und bekommen ihn dadurch. Es leben noch zwei Leute, jeweils mit einem Leben. Und es sieht fast so aus, als würden wir die erste Runde jetzt halt hier flawless runterbekommen. Ich muss schon sagen, das ist... Okay, gehen wir mal auf den... Okay. Das ist jetzt hier ein bisschen belastend. Okay, ihn haben wir. Boah, puh, Leute. 13 Kills, 0 Tode. Heilige Makrele. Ich wollte gerade noch anmerken, dass es schon ziemlich belastend ist, ohne Premium jetzt halt hier in Runden reinzukommen. Weil ich werde es sicherlich auch... Ah, ich dachte mir gerade. Ich werde sicherlich auch irgendwann mal so machen, dass ich eher Runden liebe, wenn ich sehe, okay, es sind zu gute Leute mit dabei. Weil wenn jetzt jemand aus der Top 10 oder sowas dabei ist, dann werde ich Runden lieben, weil es macht keinen Sinn. Eventuell besiege ich diese auch, so ist es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass ich dort einen Tod zusammenbekomme. Und deswegen muss ich mal schauen, dass ich mir irgendwie Primo leiste. Das sind halt auch 10 Euro. Mal gucken, wie ich das am besten mache. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wie ihr das Ganze findet. Ich denke mal, es ist auch so ein bisschen Spannung dabei, weil ich darf natürlich nicht sterben. In Endcard werde ich auf jeden Fall auch immer reinschreiben, was ihr auch gerade links sehen könnt, wie denn mein Kill-Counter und Death-Counter momentan ist. Und er steht 13-0, wenn man halt die ganze KD von den vorherigen zwei Runden nicht mitbewertet. In dem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag, checkt den Stream ab, schreibt was zum Projekt unten in die Kommentare und lasst eine Bewertung da. Gerne könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dieses Projekt nicht mehr verpassen wollt. Macht es gut und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah, 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 Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.